Hallo meine Lieben, heute habe ich eins meiner Lieblingshefegebäcke für euch und zwar diese Hefezöpfchen mit Zimt und Zucker. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Für den Teig brauchen wir Mehl. Wir brauchen lauwarme Milch, nicht heiß, sonst macht ihr euch die Hefe kaputt. Außerdem brauchen wir zerlassene Butter. Auch die sollte bitte nicht heiß sein. Weiter geht es mit Zucker. Wir brauchen Eier, Hefe und Salz. Erst einmal wird die Milch in eine große Rührschüssel gefüllt. Ein kleiner Teil des Zuckers, ich sage vielleicht so ein Esslöffel, kommt dazu und die Trockenhefe. Ihr könnt auch frische Hefe verwenden. Die Mengenangaben findet ihr, wie gesagt, unten in der Infobox. Das Ganze kurz durchrühren und dann so 5 Minuten stehen lassen, bis die Hefe anfängt zu schäumen. Dann kommt der restliche Zucker rein, die Eier, die zerlassene Butter und die Prise Salz und die Masse wird kurz verrührt. Nun kommt das Mehl hinzu. Dabei bitte nicht alles auf einmal hineingeben, sondern sich herantasten. Es könnte sein, dass ihr mehr oder weniger Mehl benötigt als angegeben. Es sollte ein weicher, nicht mehr klebriger Teig entstehen. Ja, wenn der Teig so zusammengekommen ist, dann könnt ihr anfangen mit den Händen weiter zu kneten oder mit eurer Küchenmaschine, ganz egal. Ich habe dann weitergemacht auf der Arbeitsplatte. Ihr müsst den Teig ungefähr 5 bis 6 Minuten lang kneten, bis er schön glatt und geschmeidig wird. Ich habe eine große Menge an Teig hergestellt, weil ich die Hälfte für was anderes benötigt habe. Ihr findet die genauen Mengenangaben, die ihr für diese Hefezöpfe benötigt, in der Infobox. Nicht mehr, nicht weniger. Haltet euch an die Angaben in der Infobox. Ich habe den Teig hier jetzt auch halbiert. Wie gesagt, ich habe die Hälfte nämlich für was anderes gebraucht. Der Teig kommt in die Schüssel zurück und sollte dann für ca. 45 Minuten abgedeckt gehen. Wenn der Teig dann schön hochgegangen ist, ich habe ihn hier schon aus der Schüssel genommen, wird er in 10 gleich große Stücke geteilt. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich den Teig einmal halbiert habe und dann diese Hälften zu Strängen geformt habe und aus jeweils einem Strang habe ich mir dann 5 Teile herausgeschnitten, die ich mir danach in Kugeln geformt habe. Die Kugeln legt ihr einfach auf eure Arbeitsplatte und deckt diese mit Frischhaltefolie ab für ca. 10 Minuten. Dann sind sie elastischer und lassen sich gleich viel einfacher formen. Und hier fange ich auch schon an, einfach zu langen Wulsten, sage ich mal, formen und dann so miteinander verzwirbeln. Die Enden gut miteinander drücken. Die Hefezöpfchen habe ich mir auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gelegt, mit ausreichend Abstand, dann wieder mit Frischhaltefolie abgedeckt und circa eine halbe Stunde lang gehen gelassen. Wichtig, dann werden sie nämlich erst so richtig schön fluffig. Dann kommen sie bei 160 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen für circa 15 bis 20 Minuten. Sie sollten goldbraun werden. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe mir etwas Butter zerlassen und streiche diese jetzt über die noch heißen Hefezöpfe drüber. Nun brauchen wir eine Zucker-Zimt-Mischung, also einfach Zucker und Zimt miteinander vermengen
und dann die Zöpfe darin wälzen. Also das Ganze muss noch heiß sein, ansonsten klappt das nicht, ne? Die Butter muss flüssig sein. Verbrennt euch die Finger nicht, ganz schön heiß. Und fertig sind die Zimt-Zucker-Zöpfe. Ich hoffe, euch hat mein Rezept gefallen. Falls ihr es mal ausprobieren solltet, würde ich mich natürlich wie immer über eure Fotos freuen mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram und Facebook. Jetzt viel Spaß beim Nachbacken und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!